wenn man die ganze Geschichte sich anschaut. Wo ich angefangen habe und wo es dann alles geendet ist, muss man schon sagen, das ist das, was ich mir natürlich als kleiner Junge nur erträumt habe. Ich glaube, jeder kann sich noch sehr gut an dieses Halbfinale erinnern, wo Brasilien natürlich der absolute Favorit war und jeder gesagt hat, dass die sicher ins Finale einziehen. Es ist nur von dem Resultat abhängig, wie viele Tore sie uns einschenken. Wir waren wirklich super auf den Gegner vorbereitet. Wir wussten, wo die Schwächen von Brasilien liegen, dass wir den in den hinteren Reihen den Ball weg abluchsen können und ja, letztendlich, wie wir dann diese Tore herausgespielt haben, das war faszinierend. In dem Moment, wo ich das 2-0 gemacht habe, ersten Schuss hat es ja nicht funktioniert, sondern erst beim zweiten Anlauf. Das habe ich nicht so realisiert. Also für mich war es wichtig, da nach dem 1-0 von Thomas nachzulegen. Aber dann nach dem Spiel natürlich war mir da schon bewusst, dass ich da irgendwas erreicht habe, was noch keiner geschafft hat. Für mich, wenn man jetzt Miroslav Klose sieht und dann jetzt Ronaldo und Gerd Müller hört, weiß keiner, wer Miroslav Klose ist. Ich habe gesagt, dass ich sicher bin, dass er das Spiel entscheidet. Das habe ich in dem Moment gesagt. Ich habe es ihm vor dem Spiel gesagt. Ich habe es ihm auch danach in der Kabine nochmal gesagt. Ich wusste es. Ich wusste es, weil wenn ein Spieler sich das verdient hat, dann ist es er, weil er wirklich mit den jungen Jahren schon so professionell an sich arbeitet und das fasziniert mich. Mein großes Ziel war, nach dem WM nicht von unten wieder hochzuschauen und den anderen zuzusehen, sondern von oben den anderen zuzusehen und zwar als Weltmeister. Ja. Das war mein großes Ziel und dann ist das alles so auf mich runtergeprasselt und das war sehr, sehr emotional. Dass es letztendlich 4 WMs geworden sind und 3 Europameisterschaften, das ist unglaublich. Also da muss mich immer mal einer kneifen, dass ich das überhaupt verstehe.